Ich bin der Markus Schabbing, ich bin Head Puppeteer von Joey und ich habe heute dem Timo mal seine Kamera geklaut. Aber Vorsicht, er darf nichts erfahren. Ich zeige euch mal ein bisschen, wie das Theater wirklich ist. Okay, kommt mit. So. Jetzt sind wir im Treppenhaus. Das ist ganz alt. Ich setze mal lieber meine Assassin-Mütze auf. Wir sind schließlich in geheimer Mission. Wir gehen jetzt direkt ins Foyer, denn das hat euch Timo bestimmt noch nicht gezeigt. Und was da so abläuft während der Show. Oh, da ist Timo schnell weg hier. Ich glaube, er ist weg. So. Der Timo hat nämlich gar keine Ahnung vom Foyer und generell von diesem Backstage-Video. Und deshalb habe ich das jetzt einfach mal in die Hand genommen. Die Frisur sitzt. So, wir sind jetzt hier bühnenrechts. Und hier kommt man ins Foyer. Guck mal, Heinz. Der Heinz trinkt Wodka. Und heute sehen wir zu, dass wir wieder mal pünktlich sind. Und pass auf. Wir müssen aufpassen, dass wir hören, was da drin ist. Ja, jetzt ist die Musik auf. Jetzt kommen gleich zwei Kollegen raus und der eine ist immer so durstig. Für den hebe ich immer was auf. Jetzt. Also es kommt drauf an. Ist der? Und er gibt mein Glück. Ja. Da bin ich schon wieder. Da geht schon wieder ins Foyer. Ich warte immer noch. Er wartet immer noch. Ich meine, er sitzt eigentlich mehr rum in diesem Stück, oder? Aber konzentriert. Und das hier ist die Tür, durch die jetzt gleich die Narracots kommen mit Joey, denn nach dem Flügen gehen sie durchs Publikum ab. Das ist kalt hier. Das ist kalt. Sollte Joey hat. Da steht, während der Vorstellung dürfen keine Aufnahmen gemacht werden. Zeig mir, was du da schönes hast. Das sind unsere neuen Rubikmasken. Oh, sehr schön. Also das Geheimnis ist, dass all unter diesen verbrannten Menschen die Narracots drunter stecken. Familie. Ich habe gerade Ärger bekommen, als ich auf die Bühne wollte, weil während der Show darf man so nicht auf die Bühne. Man muss ganz schwarz sein. Meine weißen Arme, kalkweiß wie ich bin, leuchten nämlich zu sehr. Deshalb muss ich mir jetzt schnell meine schwarze Gefährtenjacke überziehen. Und jetzt sind wir komplett schwarz. Und jetzt können wir raus in die Dunkelheit. Kommt mit! Da Timo euch auch wahrscheinlich nicht wirklich mal die Blackbox gezeigt hat oder irgendwas auf die Reihe gekriegt hat, übernehme ich das einfach mal. Was? Ja? Psst. Ja? Hast du die Kamera gesehen? Nö. Welche Kamera? Ja. Meine Video. Nö. Frag mal Richard, der hat bestimmt deine Kamera. Richard? Richard hat bestimmt deine Kamera. Weltenbummlerin, Bühnenstar, Mutter. Lissy Jones Kohler, alias Lissy Narracot. Allabendlich begeistert sie Hunderte von Menschen in dem Theaterstück Gefährten im Berliner Theater des Westens. Mit ihrem gekonnt lässigen Gang und dem schon fast provokant unbeteiligten Blick erstürmte sie die Herzen der Zuschauer und die Bühnen dieser Welt. Geboren wurde die Schauspielerin in Kapstadt, Südafrika, wo sie eine behütete Kindheit verbrachte und schon früh mit der Theaterwelt in Kontakt kam. Die Handspring Puppet Company, die ihr wie eine Familie war, wurde auch zum Sprungbrett für ihre Karriere. 2007 schaffte sie den Sprung auf die große Londoner Bühne des National Theatre. Für die Adaption des Kinderbuches War Horse wurde noch eine Schauspielerin gesucht. Lissy war zur rechten Zeit am rechten Ort. Es schien wie Bestimmung für die aufstrebende Darstellerin zu sein. Die Figur, die sie verkörpern sollte, trug sogar denselben Vornamen wie sie. War Horse wurde zum Hit und transferierte 2009 ans Londoner West End.
Hier lernte sie auch ihren Mann Edgar kennen und lieben. Mit ihm hat sie heute zwei glückliche Töchter, die übrigens in die Fußstapfen ihrer stolzen Mutter treten und dieselbe Rolle momentan in London und auf der UK-Tour spielen. Für das Berliner Ensemble von Gefährten ist sie Mentor, Idol und Ikone, aber vor allem Mutter. Ach, ohne Timo ist viel besser. Alles ist besser ohne Timo. Oh, weil der tanzt immer so sch. Menschlich ist der ja mutig. Ja, und dann müssen wir immer alle so tun. Das ist überhaupt nicht scharf. Du bist scharf. Du bist total scharf. Ja, Ehrlichkeit wird am längsten. Weißt du, endlich mal nicht gestellt. Ja. Ich möchte anonym bleiben, weil ich nicht will, dass Timo herausfindet, wer das ist, der das gesagt hat. Timo will manchmal meine Rolle spielen und Geld von mir haben und in der Kantine, dass ich ihm das bezahle und so. Was macht denn der Timo so? Was der macht, das ist ein ganz lieber. Fast schon zu lieb. Okay, das wird rausgeschnitten. So, da war wohl irgendwie meine Kamera weg. Die habe ich aber jetzt wieder gefunden. Also jetzt starten wir gleich in die zweite Show. Da zeige ich euch vor allem das Foyer und die Blackbox. Das habe ich auch nie gemacht.